und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich ein Video bringen oder ein Video machen, das ein bisschen anders ist wie normalerweise. Ich möchte damit beginnen, dass Gottes Wege unerforschlich sind. Unergründlich, aber sind immer die richtigen Wege. Weil Gott ist allwissend, er weiß alles im Voraus. Aber ich möchte dieses Video bringen, damit einmal er verherrlicht wird in erster Linie und zweitens, damit wir aus dieser Situation was lernen können. Ich habe gewaltig gelernt und ich will es einfach weitergeben, damit auch die Zuschauer oder wer immer in diese Lage steckt oder vielleicht irgendwann mal reinkommt oder wie auch immer, dass wir lernen. Aber auch, dass wir Satan entlarven, dass wir erkennen, wie er arbeitet. Wir dürfen nicht vergessen, Satan, also der Teufel, der ist sehr alt, ja. Ich will es mal so sagen, in einfachen Worten. Der existiert schon sehr, sehr lange. Und die Bibel sagt, er kommt ganz, ganz listig wie eine Schlange, aber ist auch sehr schlau. Aber er ist nicht Gott. Und er versucht, den Menschen zu Fall zu bringen. Das ist sein absolutes Ziel. Die Bibel sagt, er ist gekommen, um zu zerstören und zu töten. Er möchte uns kaputt machen. Er möchte, dass wir aufgeben. Und er möchte, dass wir eines Tages da sind, wo er ist. Das ist sein Ziel. Höchstes Ziel. Und da geht er über Leichen. So sagt man ja im deutschen Sprichwort. Er wird alles tun, damit du zu Fall kommst, damit ich zu Fall komme. Damit du vielleicht gar nicht Christus überhaupt erkennst. Er wird alles tun, er ist raffiniert, aber Jesus hat ihn besiegt am Kreuz auf Golgatha. Er ist besiegt, er hat keine Chance und wir sehen es zum Beispiel bei Hiob, wenn ihr das lesen wollt. Er kam zu Gott und sagte, Hiob dient dir nur, weil er es so gut hat. Lass mich Hiob versuchen und ihm mit Krankheit schlagen, Achtung, mit Krankheit schlagen, das kam von Satan direkt. Ich will ihm alles nehmen und er wird Gott absagen. Und Gott erlaubt es ihm. Guck mal, Satan kann nichts tun, ohne dass es an Gott vorbeigeht. Weil Gott ist Gott, er ist über Satan. Und Satan ist besiegt. Aber Gott lässt das manchmal zu. Er lässt Situationen zu und deswegen Gottes Wege sind einfach viel, viel, viel größer. Aber Satan vergisst, er denkt, er wird was tun, wird das kaputt machen und dann hat er es geschafft. Hier und da passiert es tatsächlich, es sind Männer Gottes, Frauen Gottes, die tatsächlich in diese Sünde einwilligen und dann umkommen dabei. Ich sage seelisch umkommen. Aber wenn wir durchhalten und mit Jesus, nur mit Jesus können wir das tun, dann segnet Gott das vielfach. Sehen wir bei Hiob. Und möchte euch eine Geschichte erzählen, wie wunderbar es ist, Gott zu dienen. Es ist nicht immer einfach und nicht immer leicht. Und wenn du erwägst, dass ob du zu Jesus möchtest, an ihn glauben, ihm als deinen persönlichen Retter annehmen, dann freue ich mich riesig darüber. Ich will es dir aber von Anfang an sagen, anders wie viele Gemeinden und Kirchen es machen, kommst du ihm und alles wird gut. Ich will dir sagen, hast du die Kosten erwägt? Weißt du, was du eingehst? Menschen werden gegen dich gehen, du wirst verleumdet werden, Leute werden dich hassen zum Teil, du wirst durch viele Versuchen gehen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich schon hier auf Erden und natürlich das Ende wird gekrönt, ja? Am Ende, so steht ein Bibelvers. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende, das Durchhalten und wieder aufstehen und weitermachen. Folgendes ist passiert. Ich bete ja immer wieder für kranke Leute, sehe auch wunderbare Heilungen da. Preis den Herrn, das ist er, der heilt. Ich bin nur das Werkzeug und du kannst das übrigens auch machen, wenn du ein Christ bist. Genau das, was ich machen kann. Absolut genau das. Du musst nur das tun, was das Wort Gottes sagt. Hingehen, beten und du wirst es sehen. Aber Satan gefällt das manchmal nicht. Und damit können wir rechnen. Er wird zu Gott gehen, er wird um Erlaubnis bitten und Gott wird das zulassen. Ich hatte einen Mann auf dem Parkplatz getroffen, er hatte extreme Schmerzen im Rückenbereich. Ich habe dann für ihn gebetet, aber er konnte nur Polnisch. Er konnte kein Deutsch, kein Englisch, kein Spanisch, gar nichts. Er konnte nur Polnisch und wir konnten uns nicht unterhalten. Hab dann so gut ich konnte mit ihm kommuniziert, aber er hatte so starke Schmerzen. Er hat auch nicht richtig verstanden, was ich wollte mit Beten und so weiter. Wie auch immer. Ich habe ihn genommen und ins Krankenhaus gefahren. Übrigens, wenn du für jemanden beten willst, da muss der andere einwilligen, weil wir haben einen freien Willen. Und es ist gut, dass wir dann in der Sprache klarkommen. Aber in dem Fall, mir blieb nichts anderes übrig, ich wollte ihm helfen. Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht und es stellte sich heraus, er hatte Nierensteine.
Ich musste leider weg, konnte auch nicht ihnen groß noch helfen weiter. Es war mit der Sprache fast unmöglich, war noch eine Stunde da, habe ihm gebetet, bin dann weg. Ungefähr eine Woche später bekomme ich an der gleichen Stelle, wo dieser Mann Schmerzen. Aber so heftig starke Schmerzen habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Ich konnte nachts nicht schlafen. Das waren 3 Nächte hintereinander. Ich habe gebetet. Ich habe das Wort Gottes durchforstet. Ich habe alles getan, was ich wusste. Ich habe anderen gebeten, für mich zu beten. Jemand anders. Ich bin sicher, dass das Gebet übrigens erhört wurde. Aber es war so schlimm, Nierensteine, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber schon mal von gehört, das soll extrem wehtun. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich bin ins Krankenhaus oder zur Notaufnahme. Sehr ungerne. Aber ich habe es einfach gemacht. Ich meine, ich habe gebetet, ich habe alles getan. Es hat einfach nichts gebracht. Und ich bin ins Krankenhaus und die haben geguckt. Da und da tut es weh, hier und da Nierensteine, 100%. Zack, Infusion reingemacht. Interessant war, als ich zum Arzt gegangen bin, genau an dem Punkt, wo ich beim Arzt war, waren die Schmerzen wie weg. Es war fast unmöglich, habe denen trotzdem geschildert, was war. Die haben Infusion gegeben und bin dann weg. Und irgendwelche Tabletten da. Übrigens, ich bin nicht gegen Ärzte. Ich bin nicht gegen Ärzte. Ne? Das ist ganz wichtig. Aber Gott ist mein Arzt. Gott ist dein Arzt. So, aber was mache ich jetzt in dieser Situation? Ich stecke fest, ja? Und nächsten Tag begann es von vorne. Weiter so. Sehr, sehr starke Schmerzen gehabt. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich bin nochmal zur Notaufnahme. Komme da rein. Und die Schmerzen sind augenblicklich verschwunden. Ich verstehe die Welt nicht. Ich kann es nicht aushalten draußen. Ich bin drin. Und meine Schmerzen wie weg. Trotzdem nochmal geschildert. Dann haben die gesagt, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen Bluttest nehmen. Urintest und komplett durchleuchten, weil wir müssen genau sehen, wie weit ist es mit den Nierensteinen und so weiter und so fort. Alles gemacht, getan. Nachmittags konnte ich schon die Ergebnisse abholen, weil das sollte ziemlich schnell gehen. Ich bin dahin und die sagen, ganz ehrlich, wir verstehen die Welt überhaupt nicht. Sie haben absolut keine Nierensteine. Ihr Blut ist 100%, Urin ist 100%, wir haben durchleuchtet, alles ist 100%. Und dazu haben wir noch mehr Tests gemacht, das ist alles perfekt. Und übrigens habe ich bei diesem Test festgestellt, dass meine Schilddrüsen perfekt sind jetzt. Ich hatte mal Schilddrüsenprobleme, bin gar nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich an Gott glaube und ich damit zurechtkam. Und preis den Herrn, ich habe für mich beten lassen, aber ich habe das nie wieder getestet. Und meine Schilddrüsen sind 100%, preis den Herrn, Halleluja, er hat es geheilt. Aber in diesem Fall, Nierensteine, alles perfekt. Noch jemand da reingekommen, die gucken sich alles an und sagen, wir verstehen es nicht. Das ist eigentlich unmöglich. Aber das Ergebnis ist auf der Hand. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Ich wusste, das war ein Angriff Satans. Und ich habe an diese Geschichte zurückgedacht, wo ich für diesen Mann gebetet habe, wegen Nierensteinen. Es kann sein, dass dieser Mann was mit Okkultismus zu tun hatte oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Fakt ist, das gleiche Problem eine Woche später. Und so heftig, aber es waren keine Nierensteine. Also war ich 100% klar, ähnlich wie bei Hiob, lange nicht so schlimm wie bei Hiob, also das will ich gar nicht vergleichen, aber ich weiß, es musste an Gott vorbei und ich habe die gleichen Symptome gehabt. Dann bin ich rausgegangen und habe angefangen zu beten, habe nicht mehr für die Krankheit gebetet und nicht für die Heilung, sondern ich habe Satan widerstanden und habe ihm ganz direkt gesagt, du hast keinen Platz hier. Und ich akzeptiere diese Krankheit nicht, denn wo zwei eins werden, da wird es passieren, ja? Also ich glaube auch, dass wir manchmal mit unserer Krankheit eins werden können und wir die Lüge glauben. Aber ich habe diese Krankheit widerstanden oder den Dämon oder was auch immer, wie auch immer, ich verstehe das nicht genau, aber... Und glaubt mir, ab dem Moment war es weg. Preist den Herrn, Halleluja! Gott ist so gewaltig groß! Ich war wie geheilt! Ich hatte keine Nierensteine. Es war eine Attacke Satans. Und er wollte mich kaputt machen. Aber Jesus ist Sieger. Halleluja. Und ich möchte es dir mitgeben. Manchmal verstehen wir es nicht sofort. Warum werde ich krank? Was ist der Grund? Wo ist die Ursache? Warum ich? Und so weiter und so fort. Ja? Aber manchmal will Gott uns dadurch weiterlernen. Zum Beispiel, also er lässt das zu. Die Krankheit kam nicht von Gott. Nein.
die kam von Satan, da bin ich 100% überzeugt. 100%. Und ich musste Satan widerstehen. Und das heißt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und in dem Fall musste ich das Wort Gottes in Angriff nehmen. Und ich danke Gott für diese Erfahrung, weil jetzt kann ich es weitergeben zu seiner Ehre. Und ich bin mir sicher, durch dieses Video werden auch andere einfach gesund werden. Sie werden erkennen, das ist ein Angriff Satans. Und ja, manchmal glauben wir viel zu viel Menschen. Wir akzeptieren Krankheiten. Und ich will nicht sagen, dass das immer in diesem Fall, ich will mal so sagen, ich weiß es nicht. Ich lerne gerade auf diesem Gebiet. Aber ich bin dankbar, ich bin Gott dankbar für diese Erfahrung, aber nicht für die Krankheit. Ich bin Gott nicht dankbar für die Krankheit, weil die Krankheit kam vom Teufel. Die kam vom Satan und ich musste es widerstehen. Und Gott ist Sieger, Jesus ist Sieger und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und ich habe hier ein Bibelwort, das hierzu passt. Das lesen wir in Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Seine Wege sind unerforschlich. Satan kommt mit einem Ziel, dich kaputt zu machen. Gott lässt das zu, aber seine Wege und was er daraus machen wird, sind viel größer. Satan hat nicht mitgerechnet, dass ich hierüber ein Video machen werde. Er hat nicht damit gerechnet, dass ich ihm entlarven werde. Und in Jesu Namen widerstehe ich Satan, dass dieses Video nicht dahin kommen soll, wo es hinkommen soll. Er will, dass dieses Video nicht die Leute erreicht, die es hören sollen. Aber ich widerstehe Satan hiermit in Jesu Namen. So steht es geschrieben. Und das dürfen wir ihm tun. Und Gott soll dieses Video segnen, zu seiner Ehre. Und wenn du krank bist und irgendwo dies hast, ich möchte kurz für dich beten. Vater, ich danke dir für jeder, der hier zuschaut, der angegriffen wird von Satan. In Jesu Namen, wir haben dich entlarvt. Du alte Schlange, du Teufel, du bist besiegt worden am Kreuz auf Golgatha. Und ich widerstehe dich in Jesu Namen. Jeder, der Symptome hat mit Herz, geh raus in Jesu Namen. Höre auf. Wir verbieten es dir. Ich durchbreche diesen Fluch, ich durchbreche diese Ketten in den mächtigen Namen Jesu Christi von Nazareth. Und jeder, der Probleme hat mit Nierensteine, mit Lunge, mit alle anderen Organe, Migräne, in Jesu Namen, ich gebiete aufzuhören und werde nicht eins, wenn du es zuhörst, werde nicht eins mit Satan, dass du Migräne hast. Widerstehe ihm, in Jesu Namen. Gott wird Großes tun. Danke, Vater. Amen. Ich danke Gott, dass wir so beten dürfen und so sprechen dürfen, denn wenn Gott in uns wohnt, dann lebt er in uns und wir können diese Worte aussprechen und haben absolute Autorität über Satan, denn er ist besiegt worden und die Kraft Gottes lebt in uns. Und es ist so wichtig, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit wir diese Autorität besitzen. Und ich hoffe, dass du hieraus irgendwas nehmen konntest und Gott sei mit dir. Mach's gut, bis dann. Tschüss.